Konrad Adenauer, ein Politiker, der auch heute noch unglaublich bekannt ist. Auch deshalb, weil er außenpolitisch jede Menge für Deutschland erreicht hat. Wenn euch das interessiert, schaut einfach mal oben auf dem i vorbei, da findet ihr ein Video über die Außenpolitik Konrad Adenauers. Aber wie sieht es mit seiner Innenpolitik aus? Darum geht es hier im zweiten Teil in diesem Video. Und nicht nur um die Innenpolitik geht es, sondern auch darum, was Adenauer eigentlich für ein Typ war. War er wirklich der super nette Opa, als der er gerne dargestellt wurde und auch heute wird, oder war er doch ganz anders drauf? Mehr dazu jetzt. Außenpolitisch bewegt Adenauer also in seiner Amtszeit einiges, aber auch innenpolitisch. Die wichtigsten Punkte sind die Rentenreform. Vom Wirtschaftswunder, ihr könnt euch dazu auch mal ein Video anschauen, habe ich euch oben unter dem i verlinkt, vom Wirtschaftswunder profitieren nicht alle. Den Rentnern geht es damals wirklich schlecht. So führt die Adenauer-Regierung eine Rentenreform durch. Es wird das System eingeführt, das noch heute gilt, zumindest in Grundsätzen. Die, die jetzt arbeiten, bezahlen die Renten derjenigen, die jetzt im Ruhestand sind. Man nennt das Umlageverfahren. Außerdem wird die Höhe der Renten an die Entwicklung der Löhne gekoppelt. Steigen die Löhne, steigen die Renten. Diese Reform sorgt auch dafür, dass die CDU/CSU die Wahlen im Jahr 1957 gewinnt. Adenauer ist es wichtig, dass die Bürger sich nicht alleingelassen fühlen. Denn er fürchtet, dass Verarmte sich politisch radikalisieren. Deshalb gibt es kräftige Sozialleistungen. Sozialleistungen kann man allerdings nur dann bezahlen, wenn der Staat Geld einnehmen kann. Dafür sorgt der Wirtschaftsaufschwung und auch die soziale Marktwirtschaft. Diese Idee hat Adenauers Wirtschaftsminister Ludwig Erhard maßgeblich mitentwickelt. Grundsätzlich sollen die Kräfte des Marktes frei wirken können. Kapitalismus pur, sozusagen. Aber die schädlichen Folgen des Kapitalismus, zum Beispiel die Arbeitslosigkeit, sollen vermieden werden. Deshalb ist die Wirtschaft nicht völlig frei, sondern der Staat stellt Regeln auf. Ganz vereinfacht gesagt, stellt euch mal vor, es gäbe beim Fußball keine Regeln, dann würde jeder bald nur noch faulen, um zu siegen. Die soziale Marktwirtschaft will Wohlstand und Sicherheit. 1963 handeln Konrad Adenauer und der damalige französische Staatspräsident Charles de Gaulle den Élysée-Vertrag aus. Einen Freundschaftsvertrag zwischen Frankreich und Deutschland. Damit endet die angebliche Erzfeindschaft der beiden Länder oder auch Erbfeindschaft. Und die Europäische Gemeinschaft, heute sagen wir Europäische Union, das gemeinsame Europa, bekommt einen deutsch-französischen Motor. Natürlich macht Adenauer auch Fehler. Der berühmteste ist sicher die Spiegel-Affäre. Dazu gibt es auch nochmal an anderer Stelle hier ein Video auf dem Kanal. Konrad Adenauer hat die bundesdeutsche Politik bis heute geprägt. Nicht nur inhaltlich, auch vom Stil her, beziehungsweise was die Rolle des Kanzlers oder der Kanzlerin betrifft. Er war ja der Erste. Das Grundgesetz sieht für den Regierungschef eine starke Rolle vor. Er oder sie bestimmt die Richtlinien der Politik. Das nennt man Richtlinienkompetenz. So steht es auf dem Papier. Aber es ist natürlich nicht so einfach. Wenn die Bundeskanzlerin einen inhaltlichen Streit mit ihrem Koalitionspartner hat, kann sie auf ihre Richtlinienkompetenz bestehen. Der Koalitionspartner kann aber natürlich die Zusammenarbeit beenden und dann ist die Kanzlerin die längste Zeit Kanzlerin gewesen. Adenauer prägt das Amt, indem er die Richtlinienkompetenz knallhart durchzieht. Auch wenn mehrere seiner Minister anderer Meinung sind. Adenauer bestimmt. Besonders in der Außenpolitik, aber auch in der Wirtschaftspolitik. Dabei hilft ihm natürlich, dass er die Wahlerfolge der CDU/CSU garantiert. Er fährt immer bessere Ergebnisse ein. 1949, bei der ersten Bundestagswahl, liegt die CDU nur knapp vorne. 1953 liegt sie klar vorne und 1957 holt dann Adenauer die absolute Mehrheit der Stimmen. Das hat niemand mehr nach ihm geschafft. Das Wahlkampfmotto ist heute noch berühmt. Keine Experimente. Oder es bleibt alles beim Alten. Konrad Adenauer hat viele Eigenschaften, die ein Politiker gut brauchen kann. Was man auf den ersten Blick sieht, er hat Erfahrung. Immerhin wird er bereits 1876 geboren, ist also 73 Jahre alt, als er Bundeskanzler wird. Was hat er dazwischen gemacht? Naja, seit 1917 ist er Oberbürgermeister von Köln gewesen. 1933 setzen ihn die Nazis dann ab. Er wird mehrfach verhaftet, überlebt die Nazi-Zeit aber. Mit der Stunde Null macht er wieder Politik. Adenauer engagiert sich in der neu gegründeten Christlich-Demokratischen Union, CDU, wird Präsident des Parlamentarischen Rates, der das Grundgesetz ausarbeitet und nach der ersten Bundestagswahl Bundeskanzler. Neben Erfahrung zeichnet Adenauer auch seinen Machtwille aus. Er will gestalten und an die Spitze kommen. Dabei hilft ihm natürlich, dass er den Wahlkampf liebt. Adenauer kann komplizierte Dinge so vereinfachen, dass es jede und jeder versteht.
Er spricht ganz einfach und ohne große Schnörkel. Also eigentlich ist er kein guter Redner, aber die Leute verstehen, was er will. Sie respektieren ihn und haben Vertrauen zu ihm. Das ist nicht selbstverständlich, denn Adenauer ist kein lieber Opa. Im Gegenteil, er ist eigentlich gar kein netter Mensch. Seine politischen Gegner greift er mit Worten hart an. Er verleumdet sie sogar, wenn es ihm nutzt. Willy Brandt, 1961, sein Gegenkandidat von der SPD, ist unehelich geboren und heißt eigentlich Herbert Frahm. Als die Nazis an die Macht kommen, geht der junge Sozialist ins Exil und nennt sich seitdem Willy Brandt. Wenn Adenauer seinen Mitbewerber erwähnt, sagt er, der Herr Brandt alias Frahm. Alias, also ein Tarnname oder ein Künstlername. Und eben auch die Masche von Betrügern, die sich als wer anders ausgeben. Hochstapler. Ein uneheliches Schmuddelkind. Manchmal greift Adenauer auch zu härteren Methoden. Er zwingt einen Bundestagsabgeordneten, einem Gesetz zuzustimmen, indem er ihn einfach mal so fragt, weiß Ihre Frau eigentlich, dass Sie ein Verhältnis haben? Das macht er nicht nur einmal. Konrad Adenauer ist also auch skrupellos. Das ist kein positiver Charakterzug, aber in der Politik hilft das schon, muss man sagen. Andererseits kann Adenauer auch sehr freundlich sein und Leute umschmeicheln. Er hat schnell eine humorvolle oder leicht spöttische Antwort parat. Auf alle seine Treffen bereitet sich Adenauer ganz gewissenhaft und gründlich vor. Er ist davon überzeugt, dass er allein am besten weiß, was gut für Deutschland ist. Und er vertritt seine Meinung auch standhaft. Viele glauben heute, dass nur so den Westdeutschen gezeigt werden konnte, was Demokratie ist. Die Demokratie galt vielen Deutschen als schlecht, weil nur geredet und gestritten wird. Die Nazis nennen das Parlament eine Quasselbude voller Streithanseln. Dagegen setzen die Nazis die Volksgemeinschaft, in der es harmonisch zugeht und in der Hitler bestimmt. Adenauer zeigt, dass die Auseinandersetzung um politische Ideen nötig ist. Die Westdeutschen lernen auch durch ihn, dass in der Demokratie um den richtigen Weg gerungen wird. Und sie lernen, dass die Volksgemeinschaft nichts anderes bedeutet als Diktatur. Und man muss auch schon sagen, dass Adenauer sich Mehrheiten für seine Politik besorgt. Adenauer ist überaus misstrauisch, auch gegenüber dem deutschen Volk. Ihm ist klar, dass die Leute verführbar sind. Deshalb setzt er die Einbindung Deutschlands in den Westen, in Europa, so rigoros durch. Er will Deutschland mit Verträgen so binden, dass es nie wieder einen Sonderweg bestreiten kann. Denn die deutschen Sonderwege führten zu zwei Weltkriegen. Adenauer ist auch ziemlich autoritär. Das bedeutet, dass er Gehorsam verlangt. Die Deutschen kommen ja gerade aus einer Diktatur, nämlich der Nazi-Diktatur. Dort bestimmte alles der Führer Adolf Hitler. Dass jetzt mit Adenauer ein starker Kanzler an der Spitze steht, der auch recht viel bestimmt, das hilft vielen, sich im neuen demokratischen Staat zurechtzufinden. Andererseits kann sich so natürlich auch keine moderne demokratische Gesellschaft entwickeln. Da klingt jetzt vieles widersprüchlich, ist es sicher auch, aber der Übergang von einer absoluten Diktatur hin zu einem offenen demokratischen Staat ist natürlich auch nicht leicht. Die Gesellschaft ist in der Ära Adenauer daher noch lange nicht so frei und offen wie heute. Die NS-Vergangenheit wird übergangen, auch politisch. Es gibt große Kontinuitäten in vielen Ministerien, da arbeiten Leute, die in der Nazi-Zeit schon in Ministerien waren, auch später weiter. Oder auch zum Beispiel an den Gerichten, an vielen anderen Orten. Das wird erst in den Jahrzehnten danach richtig aufgearbeitet. Frauen haben in dieser Zeit auch weniger Rechte und Minderheiten sind der Mehrheit eher verdächtig. Wer gegen den Mainstream ist, der bekommt Druck. Das war ein ganz schön langer Riemen, aber ich finde es wichtig, auch mal am Stück eine Entwicklung darzustellen. Auf jeden Fall muss man sagen, hat Konrad Adenauer bei allen seiner Fehler schon einiges geleistet. Wenn ihr mal Kanzlerin oder Kanzler werdet, schickt mir gerne eine Postkarte, würde mich freuen. Dann müsst ihr euch auch ganz schön anstrengen, um da mitzuhalten. Wie immer gibt es zwei Seiten der Medaille. Die Adenauer-Ära ist eine absolute Erfolgsgeschichte und eine Geschichte, die gleichzeitig eng, miefig und rückständig ist. Was meint ihr? Wie würdet ihr letztendlich die Ära Adenauer bewerten? Eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Vielleicht seht ihr das ja auch alles völlig anders. Und wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt oder zu anderen Themen, auch gerne unten in die Kommentare damit. Danke euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Und ihr wisst Bescheid, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal einfach. Bis zum nächsten Mal.